In diesem Video wollen wir unsere ersten Programmierschritte in Java machen und ein paar Grundbegriffe und die Grundidee der objektorientierten Programmierung kennenlernen. Objektorientierte Programmierung ist eine Möglichkeit, moderne Programme zu schreiben, die sich heutzutage quasi durchgesetzt hat. Damit meine ich, dass quasi alle Computerprogramme, jede Software objektorientiert programmiert ist oder eine Sprache verwendet, die Objektorientierung erlaubt. Wir haben mit dem Know-how-Computer angefangen. Der hatte für den Computer oder die Programme dort hatten für den Computer selbst den Vorteil, dass jede Anweisung, die wir für den Computer geschrieben haben, einen Prozessortakt gedauert haben oder benötigt haben. Das bedeutet, alles, was wir geschrieben haben, war jetzt sehr nah an der Maschine, die das Ganze ausführt. Für uns hat es aber einige Nachteile, und zwar sind diese maschinennahe Programme für uns wenig lesbar oder nicht so intuitiv. Bei den einfachsten Aufgaben müssen wir uns da sehr stark einarbeiten. Es hat den Vorteil, dass wir den Computer zwar besser kennenlernen, es ist aber auch zeitintensiv. Die Programme selbst müssen aber auch gegebenenfalls angepasst werden, wenn wir einen anderen Computer verwenden, wenn zum Beispiel die Programmzeilen anders durchnummeriert sind, die Prozessorbefehle anders heißen oder wenn es zusätzliche Befehle gibt oder manche fehlen. Und außerdem wissen wir nicht bei jedem Computer, wie wir die Speicherregister erreichen und so weiter und so fort, sodass es nicht möglich ist, ein Programm zu schreiben, das auf allen Computern ohne weiteres funktionieren wird. Ein möglicher Ausweg ist der, den zum Beispiel unsere Programmiersprache Java verwendet. Es ist eine objektorientierte Sprache. Dort kann ein Programm aus Objekten bestehen und diese Objekte haben sogenannte Attribute und Methoden. Gleich soll es darum gehen, diese Begriffe kennenzulernen. Und es hat einige Vorteile, und zwar die Anweisungen sind für Menschen lesbarer. Lesbarer im Sinne einfacher zu lesen als die Programme in einer maschinennahen Programmierung. Dann werden diese Anweisungen, die wir da geschrieben haben, von einem Programm, einem sogenannten Compiler, in einen Maschinencode übersetzt. Das hat dann den Vorteil, dass die Programme, die wir geschrieben haben, mehr oder weniger unabhängig von dem Prozessor und von der Architektur, die intern verwendet wird. Und der dritte Punkt ist folgender. Durch die objektorientierte Programmierung können wir viel strukturierter programmieren und auch Programme, die ziemlich komplex sind, können relativ übersichtlich bleiben. Das wird auch die Aufgabe des Unterrichts sein, dass wir bestimmte Konventionen kennenlernen, bestimmte Denkweisen, an denen wir uns jetzt orientieren werden, sodass andere Menschen die Möglichkeit haben, die Chance, unsere Programme nachzuvollziehen. Um die Grundbegriffe der objektorientierten Programmierung einzuführen, habe ich mir folgende Analogie überlegt, und zwar, das soll ich sein, und von der Kategorie her bin ich ein Mensch. Als Mensch habe ich bestimmte Eigenschaften. Diese Eigenschaft kann Beruf, Haarfarbe und Geburtsjahr sein. Und für mich als konkrete Person ist der Beruf Lehrer, Haarfarbe braun und Geburtsjahr 1986. Außerdem habe ich bestimmte Fähigkeiten, beziehungsweise Menschen können bestimmte Fähigkeiten haben. Sie könnten zum Beispiel meistens gehen, atmen und essen. Außerdem können Menschen angesprochen werden, bezeichnet werden,
meine Freunde, meine Bekannten nennen mich Lukas. In der Schule werde ich in der Regel Herr Tagas genannt. Und mein Sohn nennt mich Papa. In der Programmierung würde man jetzt hier von einem Objekt sprechen. Die Kategorie zu dieser Objekt gehört, wäre in der Programmierung eine sogenannte Klasse. Die Eigenschaften wären sogenannte Attribute. Und dort müssen wir unterscheiden zwischen einem Attribut, wie zum Beispiel die Haarfarbe, und einem Attributwert, wie hier zum Beispiel braun. Also Attribut wäre die Haarfarbe und welchen Wert diese Haarfarbe hat, hier braun. Die Fähigkeiten, also das, was ein Objekt kann, ist dann eine sogenannte Methode. Und wenn wir den Objekten einen Namen geben wollen, sprechen wir von einer Referenz. Ein Objekt kann auch mehrere Referenzen haben und über diese Referenz können wir die Objekte dann ansprechen, im gewissen Sinne mit diesen Objekten kommunizieren, Dinge abfragen oder Methoden ausführen. Nun wollen wir ein Beispiel in SAS sehen. Dazu starten wir die Software BlueJay und unter Projekt, neues Projekt, erstellen wir ein neues Projekt. Mein Projekt nenne ich Direkteingabe. Warum ich das so genannt habe, werden wir auch gleich sehen. Okay, in SAS sind wir in der Lage, Grafikobjekte zu erstellen. Diese müssen aber ja irgendwo wohnen. Irgendwo müssen sie ja angezeigt werden. Dazu brauchen wir erstmal ein Fenster. Und ein Fenster ist auch eine Klasse in der Bibliothek SAS. Ich erreiche ein Fenster, indem ich SAS Punkt. Das mit dem Punkt ist in Java auch etwas, was wir hier sehr oft benutzen werden. Das gibt eine gewisse Hierarchie an. Also aus der Klasse, aus der Bibliothek SAS möchte ich eine bestimmte Klasse haben. Klassen werden in der Regel groß geschrieben. Und ein Fenster ist ein Objekt der Klasse View. Wenn ich jetzt auf Enter klicke, sehe ich bestimmte Methoden, mit denen ich ein Fenster erzeugen kann. Ich wähle jetzt die erste hier. Die hat auch Eingabeparameter, die auch von bestimmten Klassen sind. Int ist eine ganze Zahl und String eine Zeichenkette, ein Text. Wenn ich jetzt auf OK klicke, soll ich die Zahlen eingeben. Die erste Zahl ist die Breite des Fensters. Ich nehme jetzt 1024 Pixel und die Höhe 768. Und String ist das, was als Fenstername dastehen wird. Ich nenne es einfach ein Fenster. Wichtig an dieser Stelle sind die Einführungszeichen. So sage ich dem Programm, dass ich eine Zeichenkette schreibe. So, das Fenster ist da, nur auf einem anderen Bildschirm. Das hole ich mal hier. Hier haben wir ein Fenster mit der Breite von 1024 Pixel und einer Höhe von 768. Okay, zu diesem Fenster möchte ich andere Objekte hinzufügen. Und das werden gleich Kreise sein. Wieder Klasse aus Bibliothek verwenden. Auch die Bibliothek SAS, diesmal aber ein Kreis. Also brauche ich die Klasse Zirkel. So, wenn ich jetzt Enter klicke, ist jetzt was passiert, was ich nicht haben wollte. Machen wir das nochmal. So, jetzt sehen wir, dass es auch hier unterschiedliche Befehle gibt. Und zwar, das ist hier ein Double. Das ist eine Zahl, die auch Nachkommastellen haben kann.
Und die erste ist die X-Position auf dem Fenster. Die zweite ist die Y-Position. Die dritte ist der Radius des Kreises. Und hier kann ich auch eine Farbe von dem Kreis eingeben. Das mache ich auch. So, die X-Position sagen wir 200 Pixel. Die Y-Position nehmen wir 100 Pixel, den Radius von 50 und die Farbe hat eine etwas seltsame Schreibweise für auf den ersten Blick. Das ist nämlich auch in einer Bibliothek, die eine, ja, mehr oder weniger einen Unterordner hat, java.avt. Color und wenn ich möchte, dass der Kreis zum Beispiel rot ist, schreibe ich hier red in Großbuchstaben und wenn ich mein Fenster wiederfinde, so, da ist mein Kreis, auf den ich jetzt hier über diese sogenannte Instanz zugreifen kann. Mit Rechtsklick kann ich mein Objekt inspizieren. Sehe auch die Position bzw. die Breite und Höhe und so weiter. Etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang ist die Position. Der Koordinatenursprung ist hier in der Ecke, das ist der Punkt 0, 0. Die X steigen nach rechts und die Y-Werte steigen nach unten. Ich glaube, das hat etwas mit dem Lesefluss zu tun. Wir lesen ja von der oberen linken Ecke nach rechts. Und wenn wir unsere Objekte irgendwo auf dem Fenster platzieren, hat man das einfach übernommen, weil die Objekte üblicherweise zuerst oben platziert werden. Und dann geht es weiter, ja, wie in dem Redefluss, nach rechts und nach unten. Okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, Methoden zu verwenden. Auch hier rechtsklickt. Was dieses geerbt und so weiter bedeutet, werden wir später lernen. Unter geerbt von Shapes und weitere Methoden gibt es eine Methode namens Move. So, kann ich das Fenster auch gleichzeitig anzeigen? Ich hoffe es. Machen wir das kleiner, dann verdeckt es nicht. So muss es besser sein. Die Methode Move möchte zwei Zahlen mit der Möglichkeit auch Kommazahlen zu verwenden. Die erste Zahl ist die Bewegung in X-Richtung und die zweite Zahl in die Y-Richtung. Ich kann also meinen Kreis um 200 Pixel nach rechts bewegen und gleichzeitig um 50 Pixel nach unten. So wurde mein Kreis bewegt. Lasst uns noch einen weiteren Kreis hinzufügen, um gleich über die Referenzen zu sprechen. Und zwar nehmen wir einen Kreis mit der Koordinate meinetwegen 200, 400 und einem Radius von 20. Und der Kreis soll blau sein, java.avt.color.blue. So, jetzt ist hier ein Kreis entstanden. Auch diesen Kreis kann ich hier über Rechtsklick bewegen. Zum Beispiel den möchte ich jetzt nur nach rechts bewegen und zum Beispiel 200 Pixel. Ich muss hier aber was eintragen. Wenn ich nicht bewegen möchte, schreibe ich einfach die 0. Das ist eine Verschiebung um 0 Pixel. Später wollen wir möglichst wenig klicken, sondern Anweisungen schreiben. Auch das können wir hier üben über Ansicht.
direkt Eingabe. Jetzt kann ich auch auf die, ja, sowas, jetzt kann ich die Befehle auch schreiben. Ich habe ein Objekt, den ich über Circle 1 erreichen kann. Ich kann also Circle 1 Punkt. Und jetzt kommt zum Beispiel die Methode Move. Und ich möchte den roten Kreis nach links bewegen. Dann brauche ich eine negative Zahl, also minus 100 nach rechts quasi und minus 10 nach unten, was nichts anderes ist, als sich nach oben zu bewegen. Und wenn ich dort die Anweisungen schreibe, ist es wichtig, die mit einem Semikolon zu beenden. So, jetzt könnte ich meinen Circle 1 bewegen. Ich kann aber auch Folgendes machen. Ich kann sagen, also das, was BlueJay sich gedacht hat, gefällt mir nicht. Ich möchte einen Namen haben, eine Referenz, die für mich intuitiver ist. Und dann erstelle ich diese Referenz und die soll dann Kreis heißen. Ich muss aber sagen, auf ein Objekt welcher Klasse ich zugreife. Und die Syntax lautet SAS, weil es ja eine Klasse von der Bibliothek SAS ist. Circle Kreis. Das ist jetzt die Referenz, die ich mir ausgedacht habe. Der Name dazu. Und das ist Circle 1 Semikolon. Und wenn ich jetzt hier Kreis 1 Kreis Punkt Move 100 schreibe, Semikolon nicht vergessen, kann ich den roten Kreis bewegen über die Referenz Kreis. Bedeutet aber nicht, dass ich irgendwie Zirkel 1 überschrieben habe. Mit Pfeilen nach unten und oben auf der Tastatur kann ich auch die Befehle durchblättern, die ich schon verwendet habe. Und so kann ich zum Beispiel auch hier über die Referenz Circle 1 den roten Kreis bewegen. Was ich aber auch machen kann, ist zum Beispiel Kreis die Referenz auf Circle 2 zu setzen. Und wenn ich dann Kreis Move 100 eingebe, wird sich nicht mehr der rote Kreis bewegen, sondern der blaue Kreis. Okay, ich glaube, an dieser Stelle reicht es. Wir werden demnächst ziemlich viele Übungen dazu machen und die Programmierung, die Syntax kennenlernen.